Hallo meine lieben Freizeitstrategen da draußen und herzlich willkommen zurück bei Total War 3 Kingdoms. Wir spielen eben noch Yuan Shao und es ist released. Ich spiele das jetzt hier gerade eben am 23.05. und ich sehe auch schon, dass einige von euch spielen und ich hoffe, es gefällt euch sehr. Mindestens so sehr wie mir. Ich hoffe quasi immer, dass es den Leuten sogar noch besser gefällt als mir, aber das ist wahrscheinlich auch ein bisschen Utopie. Ja, wir haben etwas, was mir persönlich gar nicht so sehr gefällt. Den Zhang Yang haben wir nämlich hier in unserem Land. Der möchte hier nämlich die Kleinstadt Yi angreifen. Und ich bin immer noch am Überlegen, wie ich das verhindern kann. Aber wahrscheinlich kann ich das gar nicht wirklich verhindern. Vor allem, wenn man bedenkt, dass wir ja eigentlich uns immer noch hier regenerativ aufstellen müssen. Ich mache jetzt hier mal das Lager und ihr seht, dann haben wir auch hier fette Boni jetzt hier gerade eben, Militärvorräte durch die Charaktere, das ist sehr, sehr gut. Die Stadt Yi oder Yö, ich weiß immer noch nicht, wie man das jetzt exakt ausspricht, ja, hat eine kleine Garnison, hat eine Mauer, der Gegner hat keinerlei Belagerungsgerät. Ich gehe davon aus, dass momentan noch kein Problem sein dürfte. Viel größeres Problem ist das Ackerland hier. Das allerdings schon Level 4 hat. Das könnte sich vielleicht gegen diese kleine Truppe hier behaupten. We will see. Wir haben jetzt auf jeden Fall hier noch einen Erlass oder eine Reform zu erlassen, besser gesagt. Bin ich gerade mal am Gucken. Ne? Ich bin immer noch am Überlegen. Eine weitere Verwalterposition wäre natürlich schon wirklich sehr, sehr nobel. Aber den Verwalter muss man natürlich auch unterhalten können. Mehr Einkommen aus Industrie ist auch eine sehr, sehr nette Sache. Das möchte ich gerade eben nur noch mal ganz, ganz Komtureien checken. Wie die quasi so aufgebaut sind. Das ist jetzt Ackerland. Das hat auch ein bisschen Industrie mit bei. Hier ist Ackerland. Hier ist eine Salzmine und jede Menge von diesem Zeug hier. Wisst ihr was? Dann, wir könnten das auch einfach mal ausbauen. Wisst ihr was? Ich bin jetzt auch der Meinung, oder? Öffentliche Ordnung. Mehr Einkommen aus allen Quellen. Wir bauen das da. Das dauert nur eine Runde. Das war jetzt in Yuan. In Yi haben wir auch das hier. Da haben wir aber auch ihr Ackerland. Mal überlegen, ob ich da Geld sparen oder reinbuttern soll. Und dann machen wir auch noch jetzt hier Geld aus Handel. Also wir machen gar nicht so viel über Industrie. Das hält sich derzeit, ich sag absichtlich derzeit, noch in Grenzen. Aber vielleicht nicht mehr allzu lange. Ich baue jetzt mal das hier noch aus. Und damit ist unser Geld eigentlich auch weitgehend weg. Also überlegen wir uns mal, was wir machen wollen. Also ein weiterer Verwalter wäre nicht gut. Wir haben ja schon gesehen, dass die auch mitkämpfen. Einkommen, was haben wir da oben dann? Einkommen aus Industrie, Seide und Einkommen aus Gewürzen. Das ist halt sehr geil, hier diese Kette jetzt hier so hoch mit dem Einkommen aus Industrie. Das Ganze kann man ja hier dann auch noch miteinander kombinieren. Hier auch nochmal Einkommen aus Industrie. Hier Einkommen aus Industrie. Hier Einkommen aus Industrie. Also Industrie kann sich echt lohnen. Aber wir machen jetzt erstmal die Verwalterposition. Da bin ich, glaube ich, noch nie hochgegangen, diese Linie hier. Boah, minus 20% Charaktergehalt. Das ist ja mega geil. Plus das hier minus 10%. Also ohne Witz, das ist ja... Ich realisiere gerade eben erst so nach und nach diesen Tree. So, wir können jetzt auf jeden Fall einen weiteren Charakter hier in die Verwaltung stecken. Und ich bin am Überlegen, ob es der Han Fu sein soll. Beziehungsweise ich muss mal gucken, wer... Pflegt Geduld. Das hier ist Wen Chu. Han Fu haben wir da, glaube ich, nirgends. Han Fu ist, glaube ich, gerade eben untätig, ne? Und das sind halt auch sehr, sehr gute Charaktere. Darf man nicht vergessen. Bin ich bloß mal überlegt. Ich möchte eigentlich ganz, ganz gerne gucken. Der macht auf jeden Fall Einkommen aus allen Quellen. Das ist äußerst gut. Muss man bloß überlegen, welche das sein soll. An Ping. Ich muss das eigentlich fast mal abbrechen, oder? Weil, oder warte mal, nee, warte mal. Wir können ja einfach gucken, wo am meisten Geld rauskommt. In Yu Beijing. Hier oben. Dann machen wir einen Haufen Geld. Da stecken wir den rein. Dann macht er noch mehr Kohle. Da haben wir schon zwei Verwalter. Klar, der wäre besser in einem Grenzland gewesen, aber nach meiner persönlichen Erfahrung neigt die KI dazu halt auch gerne mal hier hinten rumzufahren. Holla, die Waldfee, jetzt habe ich mich ja völlig verdreht, oder? Nee, habe ich nicht. Ich bin an der völlig falschen Stelle. So rum. Ich dachte, ich wäre hier. Die KI neigt halt auch gerne mal hier quasi hier ganz, ganz linke diesen Fluss oder dieses
Seegebiet, dieses Meeresgebiet, das dürfte ja quasi das chinesische Meer sein, meine ich, hier entlang zu fahren und dann plötzlich anzulanden und Stress zu schieben. So, was haben wir denn da jetzt hier Schönes? Ah, hier sehen wir, was gebaut wird. Das ist ja cool. Dann können wir jetzt eigentlich im Grunde die Runde beenden. Oder wird's das mit dem minus 20% Charaktergehalt, hole ich mir. Das, was hier in diesem Spiel echt am meisten die Hosen auszieht, das sind echt die Charaktergehälter. Ey, diese Typen. Nehmt dies in dem Geiste, in dem es euch angeboten wird. Ablehnen. Ein Jammer, einerlei. Der will halt einfach, dass ich anerkenne, dass er der Kaiser wird, von wegen. Was ich sagen wollte ist, hier in diesem Spiel, die Charaktere sind ja im Grunde genauso schlimm wie DAX-Vorstandsmitglieder, die gefühlt quasi wie so Vampire das eigene Reich oder das eigene Unternehmen leer saugen. Vom Geld her. Jede Menge Kriege. Die Rache ist mein von Lady Lu. Sonnenlicht enthüllt. Für 15 Runden lang ist sie zufrieden und die Bürde der Rache, die lange Zeit das Glück dieses Generals trübte, wurde endlich beseitigt. Rein zufällig traf er das Ziel seiner Rache auf einer einsamen Straße und konnte seine Verantwortung ein für alle Mal gerecht werden. Ah. Ist jetzt der gegnerische General da spazieren gegangen oder wie? Man weiß es nicht. So, Belagerung, ja, das wissen wir. Der wird belagert. Hier wird in Pingyan wird was fertiggestellt sein. Und jetzt können wir, ja genau, das hier wurde fertiggestellt. Jetzt können wir theoretisch das hier ausbauen. Dann machen wir nochmal 10% mehr aus Industrie. Handel, das heißt, wir sollten hier auf jeden Fall früher oder später auch ein Handelsgebäude errichten. Ist eher dann so ein Langzeitplan. Dafür müssen wir nämlich die Stadt auch vergrößern. So, wir haben wieder eine Tonratte erhalten. Yay. Und sie ist ehrlich geworden, die Handlian. Reduziert die Korruption, was ich auch. Das Gesetz muss regieren. An und für sich ganz gut finde. Also, euch. Kann mich nicht beschweren. So, apropos Dinge, über die ich mich nicht beschweren kann. Marsch! Ist, wenn wir jetzt hier so eingreifend dem im Rücken stehen. Besinnt euch des Friedens. Bereitet euch auf Krieg vor. Marschiert als Einheit, um eine zu sein. Weil ich auch keine Lust habe, dass dieser Schlawiner mir jetzt hier meine Stadt hier irgendwie permanent belagert. Das Problem ist halt, er könnte jetzt halt theoretisch jetzt hier wieder das Ackerland hier angreifen. Aber das ist gut vorbereitet. Das ist gut zu wissen, das ist gut vorbereitet. Das wird nicht passieren. Und über lang oder kurz wird er hier Verschleiß erleiden. Das ist auch gut. So, ich denke, wir haben es aber im Griff. Wir können es theoretisch ihn hier noch angreifen, damit wir uns diesen Nutztierhof zu Nutze und zu Eigen machen. So, ich rück jetzt mal bis hier. Oder wie weit kann ich denn gehen? Ja, bis hier könnte ich nicht gehen. Dann dürfte ich noch auf meinem Gebiet sein. Ah, nee, jetzt bin ich schon nicht mehr auf meinem Gebiet. Jetzt bin ich noch auf meinem Gebiet. Und jetzt gehen wir hier in den Hinterhaltsmodus. Und hinterhalten hier, falls da irgendwas in diese Richtung kommt. Wir haben jetzt hier diese Stadt hier Bohai komplett eingekreist. Aber keine Sorge, wir werden uns Bohai noch holen. Ich will gerade eben bloß erstmal hier diese anderen Kriege erstmal hier in den Griff bekommen. Das könnte jetzt... Ich frage mich gerade eben, was jetzt passiert, wenn die jetzt hier wieder da sind. Die dürften ja eigentlich trotzdem sofort wieder vollen Verschleiß erleiden, ne? Weil die Charaktere ja auch hier, wie ihr seht, ne? Verschleiß erleiden. Also, egal wie das dreht und wendet, diese Armee hat eigentlich gar keine großartige Chance. So, wir haben so viel Nahrung, die können wir eigentlich unters Volk bringen. Ich finde es übrigens lustig, dass Cao Cao, der mit mir im Krieg ist, mich total mag. Bin ja mal gespannt. Er wäre dazu bereit, einen Frieden zu machen. Willkommen, Freund. Und zwar mit einer gesteigerten Begeisterung. Weißt du was, wir besiegeln das Ganze doch gleich mal hier mit so einer ordentlichen Nahrungslieferung noch obendrauf. Dann bekommt er von mir noch 3 Nahrung. Dann bekomme ich von ihm wiederum Geld. Das wäre mir sehr recht. Und gehen wir da auf 25 oder so. Ah ne, das ist sogar nicht mal nötig. Gehen wir auf 30. Ah, 30 waren sie wieder nicht. 29, passt. Ja, dann haben wir einen sauberen Frieden. Machen wir noch nicht Angriffspakt drauf. Ey, den will der auch mit Begeisterung haben. Ja, dann bekomme ich von dir noch mehr Geld. So einfach ist das. So einfach ist das, Haus. Oh. So.
So sei es. Mit Cao Cao will ich nämlich gerade noch gar keinen Krieg haben. Ich möchte erstmal hier quasi die gesamten nördlichen Gebiete haben. Dann kann ich eigentlich gucken, ob irgendjemand hier Nahrung... Nee, das kann man interessanterweise nicht. Nicht Angriffspakte. Yuan Shu möchte ganz, ganz dringend einen. In Anbetracht dessen möchte ich das aber wiederum gerade eben eher nicht. Gehen wir mal auf allgemeine Verhandlungen. Welcher Dong Kongrong hat genug Nahrung? Liu Biao macht wenig Nahrung. Kommt, lasst uns reden. Ich biete ihm jetzt einfach mal Nahrung an. Machen wir mal so 5. Ja, das ist ganz gut. Hat er eigentlich Items, die der hergeben würde? Ja, die KI ist immer sehr, sehr gut darin, seine Items sofort an irgendwie seine Leute zu verteilen. Das sorgt dafür, dass man die nur ganz, ganz schwer von denen wieder bekommt, außer durch maximale Gewaltanwendung bis hin zur Exekution. 25, oh nee, das ist wieder so ein krasser Schritt. 35? Ja, perfekt. Also 535 pro Runde bekommen ist super. Auf solch kleinen Gesten werden starke Fundamente aufgebaut. Das sehe ich doch genauso. Dann Kai Mao. Weiß gar nicht, wo der sitzt. Kai Mao, keine Ahnung. Lasst uns über die Bedingungen sprechen. Kann auf jeden Fall. Ach so, nee, ich weiß, wo der sitzt. Der sitzt unterhalb von Liu Biao. Der sitzt unterhalb von ihm. Natürlich ihm auch wieder Nahrung anbieten. Ist auch eher sehr schwach aufgestellt. Da biete ich dem auch mal 5 an. Möchte von ihm auch Geld sehen. Oh, für ihn ist das eine Menge Geld. Ja, dann musste leider hungrig bleiben. Gibt doch dieses Event, vielleicht dürfte das was. Weise Worte geheilt. Der ist sogar arm, was Nahrung angeht. 5? Wird der wahrscheinlich auch nicht machen, weil der auch nicht so viel Geld hat, ne? Nee. Der ist ein zu kleines Reich, der hat einfach kein Einkommen. Der macht 6 Nahrung. Zhang Yang interessiert mich nicht. Er hier, da könnte man mal vielleicht punkten. Ja, guck mal, wie wichtig dem Nahrung ist. 8,5. Regelmäßige Zahlung bitten. Gucken wir mal, wie viel ich da rausholen kann. Es wird nicht so viel sein, weil er nicht so viel Geld hat. Aber alles, was ich jetzt hier aus ihm rausholen kann, ist toll. Ja, 155, ganz im Ernst. Wir nehmen diese gütige Beigabe an. So, Gao Gan, dann Gongs und du interessieren mich nicht. Wie wär's mit Kong Zhu? Kong Zhu hat auch nicht so viel. Wir haben immer noch 32 Nahrung übrig, ganz im Ernst. Also brauchen wir uns gar keine Gedanken machen. Wie wär's mit auch 5 machen? Nee, der wird sich dafür nicht begeistern. Liu Yu? Hat genug Nahrung. Tao Ying. Wunden werden durch weise Worte geheilt. Der wird auch nicht so viel wollen. Ja, wobei, doch, das ist eigentlich ganz okay. Zahlung bitten. Oh. Ja, das ist dann eher ungünstig, mein Freund. Wenn du so wenig Geld hast, dann reden wir auch nicht weiter miteinander. Wang Lang ist sehr schwach, was das angeht. Ja, da wird es schwierig werden. Oder doch, bei 5,3 kommt es drauf an, was er jetzt hier für Kohle bietet. Der hat wieder viel Geld. Somit boostet man halt einfach das Wachstum seines Reiches enorm. So, durch diese 10-ründigen Mega-Abkommen. Und jetzt noch Zhang Xiao. Wir sind bereit zu reden. Der würde sich, glaube ich, auch freuen. Ja, sogar enorm. Und der hat sogar das Geld dafür. Muss ich bloß irgendwie auf 6,1. Warte mal, gehen wir auf das hier runter. Immer noch zu viel. 81. 80. 79. Perfekt. Euer Angebot ehrt uns. Und den Rest behalten wir. 22 Nahrung. Da können wir auch noch Gebäude ausbauen. Jetzt machen wir 2241 pro Runde plus. Das ist doch eine geile Nummer. Naja, das ist jetzt keine so geile Nummer, dass der uns jetzt hier angreift. Puh. Unabhängig davon, ganz im Ernst, das delegiere ich einfach. Tschüss. Warum sollte ich das jetzt hier kämpfen, ne? Also. Der hat nichts Wertvolles. Ich will ihn auch nicht anheuern.
freilassen. Ich bin nicht gnadenlos. Himmlisches Schwert. Ach, ich bin heute nett. Lasst sie frei. Ich bin heute nett. Lasst sie frei. Sie sind keine Bedrohung. Das ist absolut richtig. Ich kann sie sogar eher noch farmen, wenn er es immer wieder versucht. Weil das ist nämlich jetzt so ein General, der hat... Der Kampf ist nicht immer die Lösung. Er will militärischen Zugang für 1443. Kann man machen. Es wurde eine gewisse Harmonie geschaffen. Gebe ich ihm jetzt einfach mal den militärischen Zugang. Ach Gott, jetzt kommen die. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Ach Gott, bitte. Es ist eine offene Feldschlacht. Ist das ungut. Wir brauchen dringend eine weitere Armee. Aber wir müssen sie halt auch permanent finanzieren können. Ne? Was bringt einem eine Armee, die für 10 Runden finanziert werden kann? Deswegen müssen wir jetzt auch so dringend wie möglich den Norden so nach und nach für uns erobern. Denn das ist dann einfach ein Gebiet, da fällt uns keiner mehr so leicht in den Rücken. Es kann zwar immer noch passieren, dass von hinten was kommt, aber es ist halt deutlich schwieriger. Es gibt sehr viele Engstellen. Das kann man ausnutzen und sollten wir auch versuchen. Also gut, wir rücken vor. Der Plan ist es, den Feind auszuschalten, bevor er was tun kann. Jetzt gegnerische Bogenschützen ausschalten. As fast as possible. Da kommen sie auch schon. So, die fächern jetzt auf, aber ich hoffe, dass sie jetzt trotzdem gleich das Interesse verlieren in der Schlacht. Ich wechsle jetzt hier mal das Ziel. Die haben nämlich jetzt schon minus 1. Die feindlichen Krieger rennen! Ah! So, schieß, 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 schieß. Lass den Tod auf sie regnen! Zurück. Zurück, habe ich gesagt. Kommen nämlich jetzt. Wir rücken derweil vor. Du schießt da rein. Ihr geht damit rein. Geht damit in die Flanke. Euch ziehe ich hier rüber. Die da hinten müssen weg. Jetzt schießen wir da rein. Ich hoffe, die verlieren es auch nicht mehr. Ich beobachte das hier gerade mal. Ja, doch, da geht einiges drauf. Moral scheint es auch nicht mitzumachen. Moral 9, 5. Okay, stopp. Der Feind hat jetzt hier gerade eben die Schilde oben. Wir sollten nicht mehr schießen, wenn ich sage stopp. Keine Ahnung, jetzt ist es noch 3 Sekunden aktiv. Jetzt ist es aus. Können wir da reinschießen? Ihre Einheit flieht! Feiglinge! Schießen wir auf die da. Wobei, wir könnten auch einfach auf die da schießen. Da. Keine Ahnung, wie viel der Feind eigentlich noch ins Feld werfen wird. Schieß den in den Rücken jetzt hier.
Ja, wobei ein Rückenschießen kann man das nicht unbedingt nennen. Seht, wie sie rennen! Feige! Die Krieger, ich würde mal hier diesen General, ey, der geht voll auf den Keks. Achtung, Schießsoldaten! Bogenschützen bereit! Aber auf jeden Fall kommt die Verstärkung zu spät von ihnen. Achtet euch! Achtung, Krieger! Pfeile eingespannt! Okay, ich habe, so wie es aussieht, fast keine Pfeile mehr. Dann kann ich ja mal dafür sorgen, dass die hier sich nicht mehr sammeln. Nämlich immer noch 38 Mann, ne? 33 Mann, denen in den Rücken schießen könnte auch entzückend sein. Nicht nachlassen! In den Kopf! Die Krieger zeigen keine Gnade! Bogenschützen bereit! Achtung, Bogenschützen! Wie gesagt, alles, was ich jetzt hier ausschalte und wenn sie sich nicht mehr sammeln, jawohl, die sammeln sich jetzt auch nicht mehr, aufhören. Die letzten Pfeile will ich auf jeden Fall noch safen. Für Notfälle, wenn ihr so wollt. Nicht hinterher rennen, andere Einheiten killen. Noch Kavallerie. Wir müssen jetzt halt die Gens jetzt hier auseinandernehmen. Und der hat noch so 5000 hier, der Kollege. Wir können jetzt mal hier hingehen, dann schießen wir den hier noch so in die Seite. Der hat sich leider gesammelt. Wie viel Leben hat er noch? Nicht mehr viel. Den könnte man töten mit ein paar Pfeilen, aber die Frage ist halt, wie gut es klappt, ne? Boah, Junge, jetzt halte mal den hier auf, der geht mir gerade voll auf den Zeiger. Und Lebenspunkte runterhauen. Ihre Einheit flieht! Feiglinge! Der ist auch schon ziemlich down. Jetzt wankt der wieder nur noch, ey, der hat doch echt keinen Lebenswillen, oder? So, der ist tot. Der nächste bitte. Halt, Moment, ihr könnt auf den da schießen. Vielleicht treffen wir den, ja? Ne, den treffen wir nicht. Das ist Munitionsverschwendung. Der hat sich wieder hochgereckt, der Penner. Das machen die nämlich tatsächlich. Wenn die lange Zeit nicht kämpfen, dann regen die sich wieder hoch, so auf so bis zu 10.000 Lebenspunkte. Ja, ja, los, ich genauso. Reinmachen! Nicht nachlassen! Es ist soweit! Genau so! Noch 4.400. Ja, ich glaube nicht, dass sie uns schlagen können. Nicht so. Dafür haben sie auch die falschen Gens. Und gibt ihr noch mit Mitlaufen eine mit. Ja, shit. Lass ihn wieder rennen. So, die rennen jetzt hier auch wieder weg. Den schießen wir in den Rücken, dass sie sich nicht mehr sammeln. Keine Ahnung, ob ich da überhaupt Schaden mache. Ja, doch, ein paar nehme ich raus. Ich befürchte allerdings, dass sie sich nochmal sammeln werden. Ah, da kommt allerdings noch was. Wir stellen uns wieder auf. Da kommt ja noch was. Oh wei, oh wei. Armbrustschützen. Und nochmal ein Gen. Ich dachte, es wäre vorbei. So kann man sie irren. Boah, wie oft will denn der sich noch sammeln, der alte Penner, ey. Wenn ihr Witz, dem schicke ich jetzt hier was entgegen. Oder? Nee, es wäre selbstmörderisch, das zu tun. Haltet euch bereit!
Aufgepasst, Querträger! Im Eintempo! Bogenschützen bereit! Bogenschützen, haltet euch bereit! Die Armbrustschützen da drüben sind ein echtes Problem jetzt. Ich habe nicht mehr genug Munition. Also dezimieren wir halt einfach schon mal quasi ihren Nahkampf, so gut wir können. Und hoffen auf das Beste. Niemand kann sagen, wie die Schlacht jetzt laufen wird, aber ich habe so das Gefühl, da ist noch das letzte Wort noch lange nicht gesprochen. Dahin, dahin. Oh, jetzt wird wieder gemoppelt hier. Können wir mal reingucken, ne? Die sind erschreckt und verlieren auch zurzeit. Was ich sehr gut finde. Oh, gut. Ich versuche den jetzt hier mit dem Bogenschützen noch in den Rücken zu gehen. Und das scheint Wirkung zu zeigen, die wanken nämlich schon. Der Beschuss der Armbrustschützen scheint, ich sag absichtlich scheint, uns nicht so viel auszumachen. Zeigt keine Gnade. Unsere Männer rennen davon. Oh, das ist nicht so gut. Aber auch der Gegner hat gerade eben, so wie es aussieht, eher so ein Fluchtmanöver am Start. Immer noch nur erschreckt, ne? Echt doof. Boah, ich hoffe echt, dass die sich nochmal sammeln. Sonst verlieren wir das nämlich. Immerhin ist den Armbrustschützen jetzt hier auch die Munition ausgegangen. Die haben sich gesammelt. Oh, bitte sammelt ihr euch auch. Wir sammeln euch bitte hier. Die sind jetzt hier auch erschreckt. Alle erschreckt. Beziehungsweise unsere Bogenschützen sind in gewisser Weise noch begeistert. Ich weiß zwar nicht warum oder über was, aber sie sind begeistert. Jawohl, ihr habt euch gesammelt. Das hilft. Okay, die Bogenschützen, die kümmern sich jetzt um diese Armbrustschützen. Irgendeiner muss es tun. Die sind gebrochen, perfekt. Metzelt sie da nieder. Unsere Männer rennen davon! Diese Feiglinge! Tötet sie! Bereit machen! Angreifen! Offensichtlich begeistert. So, ich hoffe jetzt echt, dass die Säbelmiliz jetzt hier gerade eben, die verliert gerade eben ein paar Männer. Aber nicht allzu viele. Die haben sich jetzt hier auch wieder gesammelt. Der Balken ist für uns gar nicht so schlecht. Aber das hat ja gar nichts zu sagen. Jetzt gehen wir mal hier auf die Jilang Liting.
wieder noch mal ein paar Lebenspunkte zu ziehen. Säbelinfanterie verliert es auch regelmäßig Truppen. Bei uns wanken sie schon wieder überall. Gegner wankt aber auch. Es ist auf Moral 4 unten. 3. Oh, bitte verlier noch mehr Moral. Bitte verlier noch mehr Moral. Vielleicht, wenn ich diese reinwerfe, steigt die Moral wieder bei ihm. 7. Oh Gott. Acht. Das ist nicht so cool. Unsere Männer rennen davon! Och nee, jetzt rennen sie wieder davon. Von allen so Richtungen. Das ist ganz schlecht. Das ist eher echt schlecht. Die haben sich wieder gesammelt, okay. Da gehen wir wieder in den Rücken. Moral 6. Ich kann noch mehr da als rausholen, wenn wir noch mal reinchargen hier so. 7. Der Charge von denen macht halt relativ wenig aus, das ist das Problem. Die wanken, wir sind erschreckt. Wir haben unsere Moral so bei 14, 12. Wir werden das verlieren. Wird das jetzt schon kommen? Weil die sich jetzt hier nicht mehr sammeln. 0. Ja, die mit 0 haben nochmal eine Chance, sich zu sammeln. Komm nochmal ran. Scheiße, jetzt haben die tatsächlich die Speerträger aufgerieben. Einfach keine Verluste, ne? Das ist der Trouble, den ich hier gerade eben habe. Oh, haben sich doch wieder gesammelt. Und wieder ran. Das ist einfach jetzt so ein scheiß Hin- und Her-Spiel. Also die Armbrustschützen, die verkaufen sich im Nahkampf leider extrem stark. Komm, ihr Speerträger, ihr habt doch einen gewissen Charge. Hat sie leider überhaupt nicht interessiert. Na endlich! Boah, jetzt bleibt an ihm dran, ey. Diese normale Seiten Armbrust schützen, ja. Minus 120. Die flieht auch. Oh yeah! Yes! Wir haben es geschafft! Einen Schritt näher am Sieg! Ja, wir haben ihn schon gemacht. Uiuiuiui. Boah, das war eine harte Nummer. Aber wir haben es geschafft und wir haben auch tatsächlich am Ende noch mehr Männer übrig als sie. Also das heißt, sie können auch nicht einfach nochmal angreifen. Ja, dumm gelaufen, ne? Jeder Sieg verleiht dem Reich Sicherheit. Ja, wir haben tatsächlich mehr Männer verloren, aber who cares? Wir nehmen auch hier wieder das Geld. Ich bin gerade eben nur aufs Geld. Oh Gott, fuck Omilo. Ja gut, dagegen kann ich jetzt nichts mehr machen. Aber ich kann es jetzt Konter einnehmen. Und das machen wir dann auch in der nächsten Folge, liebe Leute. Ich sag da mal, danke für eure Aufmerksamkeit. Wir bereiten das Ganze jetzt schon mal vor. Ja, dass wir die Siedlung verloren haben, das weiß ich. Ich würde aber sagen, bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit, ne? Tschüssi.
Danke für eure Aufmerksamkeit. Danke für Bewerten des Videos. Und danke meine, wie heißt es nochmal? Genau, meine Patreons. Und bei denen wie immer ganz vorne mit dabei, Pastor Pinsi und der Devil vor AD, meine beiden Ehrenrunden und Gefährten. Haut rein, schöne Zeit, tschüss und Ade.